Du möchtest mit deinem Pferd gerne Handarbeit machen und glaubst aber, du hast ein zu großes Pferd dafür. Das habe ich auch immer gedacht und ich zeige dir im heutigen Video, wie es funktionieren kann. Amira ist eine bayerische Warmblutstute, die jetzt nicht allzu riesig ist für ein Warmblut. Sie ist ungefähr 1,69, aber im Größenverhältnis zu mir dann doch relativ groß. Ich bin 1,72 und dadurch sind wir ja fast gleich groß, was bedeutet, dass ich meinen Arm relativ weit nach oben nehmen muss, um ihn richtig in der Handarbeit zu positionieren. Natürlich hält uns das Größenverhältnis nicht von unserer Liebe zur Handarbeit ab. Ich habe die Liebe zur Handarbeit schon relativ früh entdeckt, als ich Amira gekauft habe und mich davon nicht abschrecken lassen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, in der Handarbeit zu arbeiten, ob jetzt von innen geführt mit beiden Händen, von außen geführt einhändig und allem, was es noch dazwischen gibt. Es gibt immer eine Möglichkeit, die Handarbeit zu nutzen und sie zum Vorteil zu machen. Hier sind wir in der Handarbeit von innen geführt unterwegs mit beiden Händen. Hier sieht man, wie ich versuche, meinen rechten Arm mit der Gerte immer schön über dem Widerrist zu behalten. Auch hier im Trab ist es so, dass ich die Hand über dem Widerrist halte und aber auch versuche, mit dem äußeren Zügel bzw. mit der äußeren Gerte Amira schön einzurahmen. Natürlich ist es dann notwendig, dass man relativ viele Handwechsel macht, da einem sonst natürlich als Mensch der Arm irgendwann abfällt. Aber man sagt auch, dass wenn man im eigenen Arm spürt, dass ein Handwechsel notwendig wird, weil eben schwer und vielleicht schon etwas schmerzhaft, dann ist es auch allerhöchste Zeit für das Pferd, einen Handwechsel zu machen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, weil das dann doch oft recht früh der Fall ist. Und würden wir reiten, Bodenarbeit machen oder longieren, dann würde uns das gar nicht auffallen, dass wir vielleicht schon einen Handwechsel machen sollten, weil wir schon lange Zeit auf einer Hand verbringen. Man muss für sich selbst herausfinden, welche Position in der Handarbeit mit einem großen Pferd die angenehmste für einen ist. Für mich war es lange Zeit die Position von außen geführt einhändig, da ich dabei einfach gut den Überblick über die Hinterhand behalten konnte. Als ich gelernt habe, wie die Hinterhand funktioniert, beziehungsweise ich mich darauf einstellen konnte, wie sich Amiras Hinterhand bewegt, habe ich wieder für mich die vorwärtsgehende Handarbeit entdeckt, beziehungsweise eben finde ich, dass es für uns die passendstere Möglichkeit aktuell ist. Da ich dabei einfach auch schön flexibel sein kann mit meinen Armen, da ich doch etwas die Position verändern kann, im Gegensatz dazu, wenn ich einhändig mit der Hand über dem Widerrist bleiben muss. Trotzdem kann ich ja immer wieder wechseln, wie man hier auch sieht, dass ich Richtung einhändig rückwärtsgehend wechsle, um in die Versammlung zu gehen. Was man da aber gut sieht, ist, dass ich es nicht so gut schaffe, meine Hand über dem Widerrist zu behalten. Da muss ich mich schon sehr bemühen, dass ich da nicht versuche drüber zu ziehen und die äußeren, die Hand eben über dem Widerrist zu nehmen, sondern dass sie eben weiterhin schön drüber bleibt, damit man eben auch wirklich das Zügelmaß gut spüren kann und auch spüren kann, wann das Pferd schwer auf der Hand wird. Manchmal ist es sogar sinnvoll, sich zwischen den Positionen zu spielen, also zu sagen, mal gehe ich vorwärts und habe eben den einen Arm über dem Widerrist, mal gehe ich rückwärts, dadurch habe ich den anderen Arm über dem Widerrist, dann gehe ich von außen, dann wieder von innen. Also je nachdem, wo mein Pferd mich gerade in welcher Situation braucht. Man sieht hier, wenn ich dann in den Galopp gehe, dann wechsle ich wieder nach vorne in Blickrichtung des Pferdekopfes, da ich mich hier auch einfach besser mitbewegen kann in den Galoppsprüngen. Da ich da mit den Händen leichter folgen kann und eben nicht mit der Hand vielleicht hängen bleibe, während Amira schon den Sprung nach vorne wagt. Was ich mit diesem Video sagen möchte, ist, dass man sich nicht scheuen darf davor, die Handarbeit auszuprobieren, wenn man ein großes Pferd hat und selbst vielleicht nicht so groß ist, sondern man sollte sich einfach ausprobieren, es wagen und schauen, was passt zu mir und zu meinem Pferd. Wie gesagt, man hat viele Positionen, mit denen man sich spielen kann und herausfinden kann, wo ich mein Pferd am besten erreiche und was uns beiden am meisten Spaß macht.
Und ich habe mir ja eigentlich vorgenommen gehabt, mir ein kompaktes Jungpferd zu kaufen, welches perfekt für die Handarbeit ist, weil ich eben die Handarbeit so gerne mache. Und was habe ich mir gekauft? Eine wunderschöne Lusitano-Stute. Ja, man möchte meinen, die haben die richtige Größe, aber sie ist jetzt schon so groß wie Amira und möchte auch noch nicht aufhören zu wachsen mit ihren 5 Jahren. Aber dennoch haben wir unsere ersten Handarbeitsversuche gestartet. Du möchtest mehr über Handarbeit lernen? Hier unten findest du den Link zu unserem Online-Handarbeitskurs.